Hallo und herzlich willkommen zu einem Review zu Knights of Honor 2. Ich gebe ein bisschen Feedback, ein bisschen Kritik zu diesem Spiel. Wirklich tolles Spiel und dennoch nicht genau das, was ich eigentlich wollte. Ich bin nämlich Knights of Honor 1 Fan seit der ersten Stunde gewesen. Mir gefiel das Spiel sehr gut, es war nicht zu anspruchsvoll. Es war nicht gerade so viel los immer. Und es hat mir einfach mega gefallen. Vor allem auch Ultimate Edition oder wie der heißt, der Mod. Leider gibt es dort keine Schmieden. Ich weiß nicht, ich kann es einfach nicht mehr spielen ohne Krieg. Und das ist wahrscheinlich ein Bug oder so etwas. Auf jeden Fall habe ich mich gehört, dass endlich Knights of Honor 2 rauskam. Und ich habe es am 6. Dezember 2022 direkt gekauft. Nur ich konnte es kaum spielen. Wieso? Weil alles mega kompliziert wurde. Zum Beispiel hier haben wir Tiflis, wir sind das Reich, jetzt muss ich kurz den Namen wissen, Sirwan. Und ich habe einfach das Problem, ich kann kaum Krieg führen. Ich habe die ganze Zeit dann minus Königreichstabilität, weil ich Krieg mache. Ich tue kaum, diese Beutel hier, der Handel, aufstocken können. Ich kann nur zwei und einer ist nicht im Handel, weil ich zu viele Beutel verbrauche. Es ist alles mega kompliziert geworden. Die Religion, ich muss alles hier vom orthodoxischen Glauben zum islamischen Glauben konvertieren. Es ist mega schwer geworden. Ich habe im Livestream habe ich die Mongolen genommen, die sind, glaube ich, im mittleren Zeitalter, im späten Mittelalter da drauf, aber die haben auch das Problem, sie können kaum Krieg führen. Es ist extremst nervig geworden. Teil 2 geht mir extrem auf die Nerven. Ich habe zwar eine Krankheit, die heißt MECFS, das ist eine Nervenmüdigkeitskrankheit. Und ich kann manchmal auch nicht ganz so gut alle Nervensachen aushalten. Also sie machen für einfach zu Schmerzen. Aber das, was das Game macht, ist schon ein bisschen negativ. Also der Entwickler hat irgendwie sich völlig verplant. Viele schreiben auch, es ist eine Totgeburt. Da stimme ich nicht zu. Das Spiel macht mir trotzdem mega Spaß. Aber sie haben bis jetzt nur einen Patch rausgebracht und der hat eigentlich fast nichts geändert. Und jetzt muss ich hier stundenlange, also wirklich jahrelange im Spiel warten, bis endlich Tiflis nicht mehr Probleme macht. Ich bin bloß ein und habe immer Rebellionen, das ist natürlich ja nicht so gut, aber eben, jetzt um das Positive zu zeigen, es ist wirklich sehr lebendig, die KI ist relativ gut. Sie cheatet zwar, also um das Tiflis jetzt zu erobern, habe ich doch zwei Armeen gebraucht. Ich habe im ersten Teil immer nur eine Armee gehabt und das ging gut. Und trotzdem, ich konnte Tiflis gut erobern, weil vor allem das Kampfsystem ein bisschen gecheatet ist. Wir gehen rein, haben bessere Truppen, gehen mit dem Anführer berittenen zu den anderen Punkten, also Eroberungspunkten, erobern dort alles und ja, wir müssen nur defensive Einheiten haben, mehr nicht. Das lässt mich cheaten. Aber die Gegner cheaten halt noch mehr. Und das ist leider wieder negativ. Die haben viel mehr Sachen. Seht ihr das? Also die haben meistens einen mega Vorteil. Und ich spiele auf leicht. Stellt euch das mal vor. Schaut euch das mal an. Die cheaten extremst. Und ja, trotzdem macht es Spaß, weil die KI gar nicht mal so intelligent ist. Ich habe jetzt mehrere Truppen. Die haben ungefähr 4 oder 5 Generäle Ruhm. Ruhm hat 4 Generäle, die sind jetzt nur noch weiter weg. Und die haben 4 Generäle bei mir gehabt. Trotzdem Krieg noch gehabt mit Kumanien, mit Georgien Krieg gehabt und noch mit Edessa. Und die haben sicher noch 2, 3 andere, aber also die haben viel mehr von diesen Plätzen. Und trotzdem haben sie keine Geldnöte. Weiß es jetzt nicht genau. Gordon, Gold. Okay, jetzt momentan haben sie wenig, aber die hatten so viel Geld. Von wo? Aus dem Spiel, okay. Das ist leider auch nochmals ein Kritikpunkt. Die Gegner cheaten, was die
was es einfach geht. Vor allem auch die Kreuzzüge sind viel zu mächtig. Barcelona hat einen Kreuzzug gegen Mallorca gemacht, sofort erobert. Dann ein Krieg wurde, glaube ich, auf Litauen ausgeweitet und ein neues Reich ist entstanden, ob Semgallen das ist oder Jadwinger. Irgendein neues Reich ist entstanden, okay, nur durch Kreuzzüge. Aber Chinat und noch ein anderer von den von diesem Reich da, von der anderen Religion, die sind nicht mächtig, die können nichts. Deshalb spiele ich nur, Islam und Heidens. Genau, Heiden ist das. Da bin ich nicht so informiert. Genau, und mit Norwegen habe ich auch mal gespielt und da wurde ich von Schweden überrannt. Sofort überrannt. Dann habe ich mal mit Mali gespielt. Die sind hier im frühen Mittelalter noch nicht existent. Und ich wurde auch total überrannt von den Almoraviden. Und boah, es ist extrem schwer. Und deshalb spielen wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute. Ich spiele es noch. Ich halte es noch aus. Und ich kann eben... Wenn ihr das auch schaut. Ich habe jetzt zum Beispiel nur einen Freund, weil ich kann den nicht finanzieren. Gut, den Diplomaten kann ich nicht finanzieren. Aber als ich Krieg gemacht habe mit den Rum, waren alle gegen mir. Die Schottadiden, die Georgier und eigentlich auch noch mehr. Aber ich habe ein paar natürlich nochmals. Denk vor allem die Edessa habe ich natürlich auf mich gezogen. Der Diplomat hat nichts gemacht. Die sind immer noch neutral. Okay, gut. Und jo, das sind einfach diese Probleme, die ich angedingen habe. Um jetzt mal wirklich auf das Gute zu kommen, es ist wirklich sehr cool gemacht alles. Es ist wirklich sehr freudig. Die haben, okay, Byzanz muss ich jetzt langsam angreifen. Die haben fast schon das Ziel erreicht durch Cheating. Gut. Ja, kann ich verstehen. Dann auch so diese Errungenschaften auch vom ersten Teil übernommen. Mega gut. Ja, sehr gutes Tutorial. Man muss halt viel lesen. Das Tutorial, das einfach so im Spiel ist und uns erzählt, das ist viel zu kompliziert und zu lange. Das würde ich gar nicht machen. Ich würde alles selber lernen. Seine Exzellenz, der König und seine erlauchte Familie. Erlauchte, ja. Mhm. Genau. Und, wo ist es? Ich habe doch ganz viele Prinzen. Irgendwo ist die Prinzenanzeige. Das sind die derzeitigen Großmächte. Aber gut, man findet vieles nicht. Es ist manchmal ein bisschen zu kompliziert. Ich spiele halt nicht so Paradox-Sachen wie Crusader Kings und so. Spiele ich leider nicht. Da bin ich nicht gut drin. Also ich habe scheinbar keinen... weil ich einen neuen Prinz habe, hat er einfach noch keine Prinzessin und noch keine Kinder. Das ist klar jetzt. Okay, aber schaut euch mal die Grafik an. Sehr geil. Ich kann leider keinen Krieg führen momentan. Man darf nicht mehr Krieg einfach anfangen. Man muss jetzt hier drauf gehen und hier den Krieg erklären. Und dann passiert zum Beispiel das. Mein Herr, unser Adel ist zufrieden mit uns. Unsere Gelehrten sind zufrieden mit uns. Die Meinung unserer Kaufleute hat sich verschlechtert. Wir haben unsere Bauern verärgert, Majestät. Genau. Man hat viel zu viele Nachteile. Das ist ein bisschen doof. Okay, Byzanz ist auch freut. Jo, es ist momentan eher positiv, aber dennoch habe ich natürlich dann auch wieder Probleme. Und wenn wir jetzt einen Krieg starten, dann... Jo, bald sind wir da. Haben wir einfach das Problem, dass wir zu schwach sind, weil die gegnerischen Generäle, Marschalle, einfach mega ausgepowert sind. Die haben alle Bonis. Ich habe jetzt zum Beispiel bei meinem Besten nur Infanterie und Schutzing oder so das. Das können wir hier nachlesen. Infanterie, Taktiken und Führung, ja. Und ich kann jetzt eigentlich gar nichts auswählen, was mir hilft. Ah, nein, aber da... Belagerungskunst. Ah, ich verstehe. Und Majestät,
Unsere Feinde haben einen neuen Verbündeten. Wenn ja, darauf besteht, und genau, wir haben dann eigentlich immer wieder das Problem, dass die Reiche dann immer zu viele Verbündete haben. Weil die können es. Bei uns gibt es immer Spott. Wenn wir jemanden fragen, bitte helfen, dann gibt es immer Spott. Kämpft um den Sieg. Und das ist leider, ja, das muss besser werden. Aber auch der Kampf ist eigentlich ziemlich gut. Diese Schlacht wird ein Kinderspiel. Ich habe eigentlich gar keinen Respekt, weil es ist schon ein bisschen einfacher, was ich will. Aber dennoch, es macht einfach mega Spaß. Es ist einfach, aber es macht mega Spaß. Und es ist nicht unbedingt so. Hat sich hier formiert. Ja, ich will auch nicht immer das Tutorial haben. Das müssen sie auch noch fixen. Dass nicht Tutorials 500 Mal gehen, sondern... Ja, nur wenig, oder? Meine Männer erwarten eure Befehle. So, ich mach mal Gruppen. Marschieren! Und ihr habt eigentlich schon gewonnen. Angriff! Geht einfach da ringsum. Ihr reitet schnell mit dem Marschall und tut diese zwei Lager einnehmen. Aber ich glaube, ich brauche gar keine Hilfe. Mir nach, Männer! Also ich muss nicht die Lager einnehmen, sondern mit dem... Beritnen, die sind gut halt gegen Nahkämpfer, einfach reinbrechen. Jo. Ich find's gut. Ich bin nicht so einer, der sagt, ja, es ist zu leicht. Ich möchte es gerne schwerer haben, deshalb kritisiere ich das auch. Kritisiere nicht so sehr und schnell. Ja. Auch wirklich auch von Total War so ein bisschen übernommen. Die tun sich nicht, tun nicht immer das, was man eigentlich will. Ja, die haben jetzt Bogenschützen, die werden wahrscheinlich nicht gut. Ja, ja. Also jetzt momentan sind es zu überlegene Gruppen. Aber, ja. Man kann nichts machen, die Gegner sind halt immer überlegen. Man muss zuerst wahrscheinlich sehr viel Geduld haben im Spiel, gut Finanzen aufbauen und so, und dann geht's. Aber ich habe jetzt einen Kampf genommen, der natürlich ein bisschen negativ ist. Mal schauen, ob der Marschall stirbt. Einige unserer Soldaten sind geflohen, Majestät. Ich habe hier das Sagen. Schnell, mir nach. So, vielleicht gewinnen wir noch, aber nicht so gut aus. Meine Männer erwarten eure Befehle. Zu den Waffen! Feindliche Kavallerie ist im Anmarsch. Wir dürfen mich nicht erwischen. Also vielleicht. Unsere Männer laufen davon. Wir müssen, ja, vielleicht müssen wir den angreifen. Den wappnet euch! Ja, nein, wir haben schon verloren. Aber so seht ihr, der Kampf ist auch ein bisschen zu schnell fertig und so. Feindliche Kavallerie! Unsere Truppen verlassen fluchtartig das Schlachtfeld. Ja, wir müssen uns zurückziehen und neu sammeln. Genau, das ist es eben. Das Spiel. Man kann so schnell immer alles falsch machen. Man profitiert nicht. Das ist einfach ein bisschen doof. Aber dennoch macht es unheimlich viel Spaß. Sie müssen einfach die Spiele nicht so schnell veröffentlichen. Jetzt Knights of Honor 2 hat wirklich lange gebraucht, ja. Aber es ist noch viel zu wenig. Also es ist noch zu früh veröffentlicht worden. Es muss noch viel gemacht werden. Aber ich hoffe das Beste. Ich mag die Entwickler ja auch. Dass sie so ein schönes Spiel gemacht haben. Aber bringt doch so ein unfertiges Spiel bitte nicht raus, liebe Entwickler. Gesichtet. Ja. Gut, also macht sehr viel Spaß. Vor allem die Stimmung ist mega gut. Dass da immer eine redet im Hintergrund und so. Ist richtig toll. Aber nur eben, man leidet halt ein bisschen darunter. Okay. Für mich wahrscheinlich ein bisschen härter als für euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß und... Jo, ich habe einfach ein bisschen Kritik noch gegeben, weil es jetzt gerade auch ein bisschen sichtbar ist mit einem unterlegenen Reich. Und jo, wenn ihr damit gut einem guten Reich wie Deutschland startet, so habt ihr viel weniger Probleme. Macht das. Ich mach's nicht. Ich mag einfach auch die Überlegenheit der Christen nicht so. Und auch, dass nur in bestimmten Provinzen bestimmte Kriege gibt. Wieso können die nicht als Söldner irgendwie, also nicht als Söldner, aber wieso können zum Beispiel Veräger aus Istanbul nicht irgendwo hier im Osten auch noch sein? Und wieso sind Kataphrakte so extremst aufwendig zu machen?
Die sind jetzt hier, wahrscheinlich in Tiflis, rekrutierbar, aber man muss ganz Tiflis auf Krieg umändern und das umbauen. Das ist sehr finanziell nicht möglich. Ja gut, ich habe jetzt auch nur 101 Einnahmen. Ich habe sonst ungefähr so 200 Einnahmen meistens am Start, weil ich auch ja Händler machen kann und so. Aber ich muss ja Krieg führen, sonst kann ich ja nie 5000 Punkte erreichen, oder? Also wenn man hier nochmals schaut. Sind die mächtigsten bekannten Nationen. Ich habe 135. Ich bin völlig schwach. Die anderen sind so übermächtig. Wieso? Gut, das muss noch gemacht werden. Aber sonst, eben, ich finde das Spiel einfach sonst Hammer. Aber bitte patcht. Bitte, nur ein paar Patches rausbringen, die das fixen. Dann wäre ich wieder glücklich. Weil ich habe Knights of Honor 1 geliebt und da war eigentlich nie das Problem. Da konnte man eigentlich viel zu leicht auch die Gebiete erobern. Das haben sie im zweiten Teil eigentlich beheben wollen, haben aber völlig übertrieben mit dem Gecheate vom Gegner. Ja, gut. Jo, das ist genauso wie Gummiband-KI in Rennspielen oder irgendwelchen Bonis bei Hack and Slays. Die sind auch völlig übertrieben. Aber gut, die Gegner, die bekommen durch die schlechte KI halt immer so viele Vorteile. Na gut, dann cheaten sie halt. Aber ich möchte halt auch ein bisschen lockerer spielen. Ich hätte gerne ein friedliches Reich, das auch Gebiete irgendwie ja, bekommt oder so. Durch Begeisterung von den Bürgern oder so. Aber nein, das gibt's nicht. Na gut. Dankeschön fürs Schauen. Es war hoffentlich nicht ein bisschen zu kompliziert gerade. Wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt unten. Ich werde alle Fragen beantworten. Ich kenne das Spiel schon recht gut. Ich habe ungefähr so 10-mal gelivestreamt schon und dennoch immer auf die Socke bekommen. Naja. Gut. Tschüss und bis zu einem weiteren Video oder Livestream-Aufzeichnung. Tschüss.